Servus, ich bin der Gary und das ist mein One-Minute-Homily zum Thema Jesus, King oder Loser? Den Palmsonntag habe ich eigentlich nie so wirklich verstanden. Einerseits ist da Jesus, der in Jerusalem einzieht. Fette Party, alle Leute feiern ihn. Und andererseits, in 5 Tagen liegt er tot im Grab. Was ist da passiert? Ist es ein Guru auf seinem letzten Ego-Trip? Ich glaube nicht. Ich glaube, besonders dieser heutige Tag will uns einfach die 2 Seiten von Jesus zeigen. Einerseits der König, der Gott, der alles in seiner Hand hat. Andererseits der Mensch geworden ist und der unsere Leiden kennt. Und wenn wir jetzt in diese Karwoche, dieses zweite Ostern unter Corona reingehen, hilft uns es vielleicht besser, uns ihm anzuvertrauen. Er, der uns kennt, aber er, der alles in seiner Hand hat. Was ist dein Anliegen, mit dem du in diese Karwoche gehen willst? Geh hinein und vertraue es ihm an.